So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute hier bei mir auf dem Tisch der Mikroraptor von Collect-A, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, mit der Nummer 88875. Übrigens Deluxe im Maßstab 1:6. Ich bin normalerweise nicht so der Collector-Fan, dafür gab es mir einfach in den letzten Jahren zu wenig gute Figuren, die mich überzeugt haben. Dieses Jahr hat Collector ein paar Geschichten in ihrem Programm, wo ich sage, ja, ja und oh ja, endlich was, was das Rupi-Herz erfreut und was ich hier auf meinem Kanal vorstellen werde. Und dazu gehört auch dieser jetzt endlich erschienene Mikroraptor. Den werden wir uns heute hier in diesem Video anschauen. Hier mal kurz ein paar Fakten oder halt Rupi-Wissen zu mitnehmen, ja, was mir gerade so einfällt. Mikroraptor, ne? Mikro und Raptor heißt so viel wie kleiner Räuber. Wir haben es hier mit einem Fleischfresser zu tun. Die ältesten Funde sind so rund 130 Millionen Jahre alt. Der Mikroraptor verfügte über asymmetrische Federn. Das heißt, er hat nicht nur an den vorderen Extremitäten, sondern auch an den Hinterbeinen Federn. So gesehen vier, ich sag's mal ganz grob, flügelartige Stellen. Man vermutet jedoch, dass er nicht mit den Flügeln schlagen konnte, aber jedoch gleiten. Von Baum zu Baum, von Ast zu Ast. Man vermutet, er war ein guter Kletterer. Aber gerade was das Fliegen oder Gleiten angeht, das ist alles noch sehr, sehr, sehr umstritten. Das Skelett ist tatsächlich vogelähnlich, er zählt jedoch zu den kleinsten bisher bekannten Nicht-Vogel-Dinosauriern. Ja, schöner Name, das kann man sich merken. Und man schätzt Mikroraptoren auf eine Länge von circa so knapp 50 bis 70 Zentimeter. Na dann, auf geht's zum fröhlichen Mikrofederchen bestaunen. So, als erstes entfernt ich mal dieses Etikett. Das hat es zu seiner Zeit noch nicht gegeben. So, was haben wir denn hier alles draufstehen? Ja, nochmal die Artikelnummer 88875. Warnhinweise, ne? Ganz wichtig für die kleinen Räuber. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal kurz ausmessen, wie groß dieses Modell hier ist. Wir haben hier an der Schwanzspitze gemessen eine Höhe von 12,5 cm, am Flügel hier 11,5 und wir haben eine Länge von gut 18 cm. Wenn es noch hier interessiert, am Kopf haben wir eine Höhe von 7 cm. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, als ich das auf Bildern gesehen habe und ich bin jetzt nicht minder überrascht, wenn es jetzt hier live vor mir ist, denn sie haben es echt gut gemacht. Also Glückwünsche an Collector. Hier ist irgendwas über dem Auge. Ist das eine Gussnase? Oder ist das ein Pinselhaar? Augenblick. Das war ein Pinselhaar. Ich bin sehr überrascht über die Bemalung, denn wir haben hier einfach nur ein glossy wirkendes Schwarz, was mich jetzt aber nicht stört. Ihr wisst ja, wie es mit dem Gefieder von Vögeln ist. Auch die haben einen gewissen Glanz. Von dem her stört mich es nicht. Was mich sehr überrascht hat, ist diese Goldfarbe, die sie hier aufgebrusht, aufgetragen haben. Und zur Flügelspitze hin sind sie hier, glaube ich, noch mit Violett drüber gegangen. Ich halte es gleich noch etwas näher vor die Kamera. Also das ist sehr reizvoll. Mal davon abgesehen, dass ihr das als Christbaumschmuck an Christbaum hängen könnt. Ja, weil es passt, einfach von den Farben her. Aber das Ding ist richtig gut geworden. Also Collector überrascht mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Nicht unbedingt mit allen ihren Dinos, aber der hier, der ist klasse geworden. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf die Meerestiere, die im Laufe des Jahres noch erscheinen werden. Die werde ich auf jeden Fall alle hier auf meinem Kanal zeigen. Gut, also schöne Größe auf jeden Fall. Die Proportionen sind toll geworden. Die Stellung, die Haltung ist klasse. Dank seiner Federchen kann er auch einwandfrei stehen. Und er steht wirklich sicher. Also er kippt euch nicht um. Das ist super. Ja, dann fangen wir doch hier gerade mal am Kopf an. Also man sieht hier ein super gesetztes, glänzendes Auge. Hier noch etwas, ist es grau oder hellblau, als Outline um das Auge herum. Das Auge hat einen super schönen Glanz. Das macht die ganze Figur wirklich lebendig. Das ist ganz, ganz toll geworden. Auf eine enge, kleine Pupille hat man jetzt hier verzichtet. Man hat es einfach ganz groß gemacht. Aber das passt. Das ist super. Ja, Zähne ganz eng modelliert.
und vor allem sowohl oben als auch unten, man sieht die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer, haben sie in einem sehr angenehmen Rosa bemalt, also das ist glaubwürdig, nehme ich der Figur hier ab. Also kein zu grelles Rot oder zu braun oder so irgendwie was, das passt schon wirklich optisch reizvoll. Dann hat man auch den Kopf von vorne mit so einer beigen Farbe betupft, das hört bei den Federn dann auf. Und hier oben haben sie noch einen Klecks Grau mit drauf gemacht. Also das sieht alles wirklich gut aus. Apropos gut, es fühlt sich auch gut an, wie so ein Schleichgummi, muss man sagen. Alles ganz weich, euch kann da also nichts abbrechen. Und die Details sind klasse. Also ich freue mich da wirklich. Guckt's euch an, auch am Kopf ganz, ganz kleine, wie soll man sagen, so eine Schuppenstruktur zu sehen, ganz fein gemacht. Auch um das Auge herum, also toll gearbeitet. Auch der Unterkiefer, schön. Der ganze Übergang zu den Federn, zum Hals, gelungen. Man hat diese gefiederte oder Federnstruktur ganz einfach angedeutet, aber das passt. Und lasst euch nicht erschrecken durch diesen glossy Look, den das Ganze hat. Es passt wirklich. Wenn es vor euch steht, wisst ihr, was ich meine. Vor allem die Federn auch nicht starr in eine Richtung, sondern entsprechend immer den Gliedmaßen verlaufend. Hier fangen auch schon die kleinen Federchen an am Oberschenkel. Zieht sich hier über die Waden und unten werden die halt nochmal richtig groß. Ja, innere Federn, Schwungfedern würde ich jetzt hier nicht sagen, aber halt wirklich sehr lange, wunderbar goldglänzende, schimmernde Federn. Und hier noch irgendwie so ein Sprüher mit Violett, zumindest sieht es so aus. Ich kann mich aber auch täuschen jetzt in dem Tageslicht hier. Aber auf jeden Fall schaut euch die Details an, das ist schon schön gemacht. Ich sage ja, sie haben jetzt nicht hier Federkiel für Federkiel gearbeitet, auch die Federhärchen sucht man hier vergebens, aber es ist auf jeden Fall nett modelliert, es passt, auch der Übergang zu den Beinen ist durchaus gelungen. Also ich bin hier voll des Lobes. Schön auch, dass die Krallen hier abgesetzt wurden. Haben sie dunkel gelassen. Ihr seht ja auch, hier wurde wieder mit diesem Beige oder Hellbraun getupft. Das Ganze hat einen tollen Übergang in dieses Gold hier hinten. Und die Krallen haben sie einfach schwarz gelassen. Das ist absolut okay. Auch die Struktur am Fuß ist wirklich schön gelungen. Ebenso an der Innenseite. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es hier an der Kamera rüberkommt, weil es halt wirklich spiegelt. Aber schön, auch eine Innenklaue, die man hier nicht vergessen hat, ne? Ganz klein, schön, finde es auch toll, wie diese inneren Zehen nach oben stehen, ja, so kleine Raptorenkrallen, natürlich nicht wörtlich nehmen, ja, und auch hier das mal von dieser Seite gesehen, ja, dieses Beige verläuft hier wieder schön in die Federn im Schenkel und der Goldverlauf ist also wirklich toll und auch wie das nach außen wieder dunkler wird. Also das weiß sehr zu gefallen und ihr seht an der Innenseite genauso schön modelliert wie außen. Also super, der Skulpteur oder die Skulpteurin hat hier einen wirklich guten Job gemacht. Absolut ausreichend für diese Figur. Ja, also Deluxe wäre für mich gewesen, wenn man tatsächlich auch ja die ganzen Federkiele bzw. die Strukturen von den Federn gesehen hätte. Ja, also was auch immer Collector jetzt unter Deluxe versteht, es ist auf jeden Fall absolut okay. Ja, so, hier hinten auch wieder ein schöner Übergang in dieses Gold, ebenfalls wieder so, ja, das sind fast Regenbogenfarben, das kann man anders gar nicht sagen, oder wie Öl in der Pfütze, jetzt haben wir es doch vielleicht treffender, ne? Auch die Federn nicht wirklich detailliert gearbeitet, eher ganz grob angedeutet, ne? Hier und da sieht man ein paar Details, aber eher alles ganz, ganz grob gemacht. Aber es ist durchaus passend. Ja, auch hier oben, man sieht so kleine Innenfedern nach außen, die längeren. Und hier sieht man doch auch tatsächlich Federkiel und die kleinen Feinheiten in den Federn. Jetzt auch nicht Welle Wahnsinn. Aber es wurde doch wenigstens hier angedeutet, ne? Dann hier nochmal zwei längere Federn, die hinten extra rausstehen. Also mir gefällt es richtig gut. Ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Die Flügel wurden anmontiert. Das wurde aber klasse gemacht, super verarbeitet. Man sieht hier nicht große Klebquetscher oder sonst irgendwie was. Dann auch die Struktur der Flügel. Die Arme schön dick. Man kann es erahnen, dass da ordentlich Power drin ist. Bedeckt mit ganz, ganz kleinen Federchen, die dann in einzelnen Reihen hier wieder zum Rand hin größer werden. Schaut's euch an. Auch hier ein wunderbarer Verlauf von Schwarz in dieses Gold rein. Ist wirklich gut gemacht. Nicht zu dick.
nicht zu deutlich aufgetragen, alles so ein bisschen, ja, ganz zart, ganz schwebend. Toll, toll. Und hier geht's wieder eher in so ein bisschen lila oder braun rein. Man kann es gar nicht richtig einschätzen, weil es halt eben so glänzt. Dann hier auch die beiden Krallen am Flügel nochmal schön kräftig ausgearbeitet. Auch hier haben sie die Krallen vorne schwarz gelassen. Auf der Seite haben sie es genauso gemacht. Das Ganze ist nicht gespiegelt. Übrigens auch hier sieht man noch ein paar nette Details in den Federn. Ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber. Auch das absolut sauber umgesetzt. Schön. Ich finde es interessant, dass man diese Feinheiten in den Federn jetzt nicht überall gemacht hat. Von mir aus auch gerne auf der Unterseite bei den hinteren Federn, denn hier hat man es auch von beiden Seiten gemacht. Schön modelliert. Hier seht ihr auch den Stempel, falls man es überhaupt lesen kann. Hier steht Microraptor, Copyright 2019, Made in China und Collector plus das CE-Zeichen. Übrigens auch die Unterseite der Finger. Hier sieht man übrigens noch den dritten Finger. Das ist doch cool. Auch hier eine nette Struktur. Also, alle Achtung. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Also ich kann hier nur voll des Lobes sein. Collector, schön. Das ist der richtige Weg. So können schöne Figuren aussehen. Wirklich cool. Also, prima. Meine Empfehlung, kriegt das Teil auf jeden Fall. Mir gefällt auch die Stellung wirklich sehr gut. Ich meine, jeder der typischen klassischen Hersteller hat jetzt mittlerweile schon Microraptor oder mehrere rausgebracht. War nur eine Frage der Zeit, bis Collector das hier auch macht. Vor allem hier in dieser Aufmachung. Das ist also wirklich super. Mich hat es überrascht, dass es tatsächlich so gut geworden ist. Und ihr seht ja, die Stellung ist wirklich spektakulär. Schön mitten in der Bewegung festgehalten. Was will man mehr? Das ist doch richtig, richtig cool. Über sowas kann ich mich wirklich, wirklich freuen. Und ich bin sehr gespannt auf die anderen Figuren. Gerade diese Meeresgeschichten, die dieses Jahr noch erscheinen. Die klassischen Dinos sind immer noch nicht so ganz mein Fall, was Collector angeht, aber der hier, doch, den kann man sich gönnen. Absolut. Ja, ihn werde ich jetzt nochmal ohne Fähnchen hier drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!